So, ich nehme jetzt gleich eine Podcast-Folge mit den Kiteboys auf. Nick und Max werden mir in dieser Folge Fragen dazu stellen, wie ich 2 Sommer lang Vanlife gemacht habe. Das heißt, ich habe nur in diesem Van gelebt. Ich hatte keine Wohnung und ich hatte einen ganz normalen Bürojob dabei. Kiteboys mit Nick und Max. Präsentiert von KiteJunkie.com. Yeah! Während der Zeit, als ich in meinem Van gelebt habe, habe ich natürlich mit vielen Menschen darüber gesprochen. Und es gab so eine Top 3 an Fragen, die einfach immer gestellt wurden. Und ich bin mal gespannt, welche Fragen Nick und Max haben. Und ich bin sehr gespannt. Na, ich bin mir eigentlich sicher, dass Nick die Frage stellen wird. Und das ist mit Abstand die Top 1 Frage, die immer gefragt wird, die jeder wissen will. Das ist, wie... So, Freunde, wir haben jetzt hier unser Setup schon aufgebaut und jetzt nehmen wir die Folge auf zum Thema Vanlife. Wer fehlt? Max fehlt. Max, bist du ready? Ready for takeoff? Ich habe einen ganzen Katalog, warte mal. Keine Meinleistung wie ich. Ich habe einen ganzen Fragenkatalog fertig, ne? So geile Fragen, ne? Wo kann man stehen? Wie viel kostet das Ganze? Was sparst du ein? Wo gehst du einkaufen? Max, mich interessiert eigentlich nur, wie der in dem Ding auf Klo geht. Ja, stimmt allerdings. So, das hier ist das Podcast-Setup für die Aufnahme mit den Kiteboys gleich zu dem Thema Vanlife. In der Podcast-Folge mit den Kiteboys geht es um Vanlife. Dafür braucht man so einen Van. Das ist mein Van. Ein Standard Citroën Ducato. Ist natürlich ein Jumper. Auf 5,99 Meter, 2,30 Meter hoch. Und drin kann ich mit 1,90 Meter gerade so stehen. Das ist ein Standardgrundriss, das heißt, hier vorne gibt es die sogenannte Dinette, die Sitzgruppe mit 4 Sitzen. Die Vordersitze kann man umdrehen und dann kann man wunderschön abends zusammensitzen mit einer tollen Aussicht, wenn man die Schiebetür hier auf hat. Dann hier im Eingang ist der Kühlschrank, ganz wichtig für das kalte Bier, die Spüle und der Gasherd. Hier ist das Bad, also ein ganz wichtiges Thema, Duschen und Toilette, das passiert hier drin in dem Bad. Dazu hört ihr ganz viel in dem Podcast. Und hier hinten das Bett zum Schlafen und hier oben jede Menge Stauraum. Und das war's schon. Hier drin habe ich 2 Sommer gelebt. Ja, dann hört euch auf jeden Fall die Podcast-Folge mit den Kiteboys an, da kriegt ihr richtig viele Informationen zu dem Thema. Wenn ihr die Kitesurf-Community auch ein bisschen unterstützen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert eure Lieblingsszene, abonniert den Kanal und der absolute Wahnsinn wäre, wenn ihr dieses Video mit euren Freunden und Bekannten und in Kitesurf-Foren teilt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß auf dem Wasser.